Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Webinar Effiziente Workflows und Dokumentengenerierung für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich begrüße bei mir Docs42 und Rulogix mit dem Christian Bauer und dem Robert Hutter. Wir machen das Ganze heute am Beispiel von Microsoft Dynamics NAV. Was ist unsere Intention? Worum geht's? Wenn wir uns den aktuellen McKinsey-Report anschauen, dann haben wir hier wieder einmal schwarz auf weiß festgehalten. Wir verbringen ganz, ganz viel Zeit mit Verwaltungsaufgaben. Also man kann eigentlich sagen, wir verschwenden unsere Zeit, und zwar über 60% mit Aufgaben, die uns eigentlich von unserer eigenen Arbeit abhalten. Woraus besteht ein Großteil dieser Zeit und somit auch Geldfresser? Das meiste ist eigentlich, ein großer Teil dieser Aufgaben ist, ständig sicherzustellen, dass unsere Dokumente, ja, unser halbes Leben besteht aus Dokumenten, vom Angebot bis zur Eingangsrechnung, von der Produktliste bis zum Kundenmailing, immer mit den richtigen Daten, aus unserem ERP im besten Fall, im richtigen Format, zum richtigen Zeitpunkt, möglichst noch beim richtigen Empfänger und dort nachweisbar ankommt. Jetzt sind diese Prozesse schon einmal standardmäßig in ERP-Systemen wie beispielsweise Microsoft Dynamics NAV abgebildet. Und das ist quasi eine verlässliche Basis für uns, dass diese Abläufe unternehmensweit, vielleicht auch über Standorte hinweg, vielleicht auch im internationalen Raum, einfach transparent und nachvollziehbar auch steuerbar sind. Aber zusätzlich zu dieser wertvollen Basis, dass das Ganze schon einmal grundlegend funktioniert, gibt es einfach noch zusätzliche Möglichkeiten, um einmal potenzielle menschliche Fehlerquellen auszumerzen. Sie kennen das, man gibt irgendwas Falsches ein, ja, zum Beispiel verschiffen statt ein LKW losschicken und schaut vielleicht nicht drauf, ist schon eingegeben, dann kann ich einfach die Potenziale meiner Mitarbeiter viel besser ausschöpfen. Wieso soll ich mein super tolles Marketing-Genie da herumklopfen lassen, wenn mir der in der Zeit eine pipifeine Kundenpräsentation machen könnte? Und wenn wir uns anschauen im Sinne der digitalen Transformation, ich kann viel, viel schneller noch auf Wettbewerbsvorteile ausnutzen und einfach auf Marktchancen reagieren. Also beispielsweise, wenn wir uns die Stichwörter Individualisierung anschauen, Self-Service, Personalisierung. Wir wollen Ihnen in diesem Webinar zeigen, wie man, und das ist wirklich nur beispielhaft an einer Angebotsvorlage, Sie können das auch auf alle anderen Dokumente übertragen, in NAV, die Business-Logik von NAV nutzt, um sie mit einer individuellen Vorlage bestmöglich zu verknüpfen. Das heißt, ich habe die Business-Logik und die Daten aus NAV und eine individualisierte Vorlage. Wie kann ich serverseitig daraus Dokumente generieren und beispielsweise auch meinem Vertriebsmitarbeiter sofort mobil zur Verfügung stellen, wenn der unterwegs ein Angebot legen möchte? Wie kann ich meine Mitarbeiter von Marketing und Sales samt deren sehr spezifischer Ablageorte, ich spreche aus Erfahrung, für Unterlagen, zum Beispiel über SharePoint, in diesen Angebotsvorgang integrieren? Und wie habe ich als Prozess-Owner jederzeit diesen Prozess und das Freigabemanagement optimal im Blick und kann auch steuernd eingreifen? Das Tolle daran ist, Sie arbeiten völlig in einer gewohnten Anwendungsoberfläche, also zum Beispiel im NAV und Office, oder mit Erweiterungen, die in Form von relativ intuitiven Drag-and-Drop-Oberflächen funktionieren, ja? Und können eben dabei nicht nur die Schlagzahl Ihres Vertriebs erhöhen, sondern auch die Zusammenarbeit und die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Jetzt schauen wir uns das ganz kurz einmal überblicksmäßig an. Wenn wir von der digitalen Transformation, die uns in allen Bereichen betrifft, sprechen, dann haben wir vier Säulen. Und zwar, wir wollen Kunden binden, wir wollen Mitarbeiter befähigen, wir wollen unsere Prozesse optimieren und unsere Produkte entwickeln oder weiterentwickeln. Das alles sichert uns Wettbewerbsvorteile und Chancen einfach in der Digitalisierung. So, jetzt habe ich als Beispiel Stichwörter, die Sie als Buzzwords ständig um die Ohren bekommen. Individualisierung, Personalisierung, Self-Service. Die Kunden wollen kein standardtechnisch aussehendes Angebot, wo nicht mal ein Logo eingebunden ist, das nicht personalisiert ist. Das schauen die Ihnen kaum mehr an. Die wollen ein auf Sie zugeschnittenes, wo Sie das Gefühl haben, da hat jemand Zeit und Intention reingesteckt. Das ist wirklich direkt personalisiert und das holt mich da ab, wo ich bin. Das ist eine Riesenzeitressource, das frisst sehr viel Mitarbeiterressourcen, aber das muss nicht sein.
Self-Service. Die Kunden wollen einen, Google sagt da Micro-Moment, die wollen einen I-wanna-do-myself-Moment erleben. Die wollen teilweise, wenn sie selber was ausfüllen, sofort ein Angebot geschickt bekommen oder ein anderes Dokument. Auch das ist damit möglich. Und was man auf jeden Fall noch schauen muss, ist Personalisierung. Die ist einfach insofern ganz wichtig. Ich kann nicht als Einziger, ich kann nicht da Bilder einbinden und eine Grafik dazu machen. Da komme ich dann auch zum Mitarbeiterbefähigen. Das muss ich abteilungsübergreifend machen. Ich muss die Mitarbeiter das machen lassen können, wofür ich sie angestellt habe und wofür sie gut sind. Ja, wenn jemand perfekte Präsentationen macht, mein Grafiker, alle die kann ich abteilungsübergreifend einbinden und so, dass sie nur das tun, was sie können und das alles bei mir zusammenläuft. Wenn wir zum Beispiel schauen, auf Marktsituationen schnell reagieren, beispielsweise Sie müssen zu einem Produkt individualisierte AGBs zuschicken. Ja? Das heißt, Sie filtern das raus, Sie können das nach den Artikeln, Sie können das nach den Produkten filtern und Sie können mittels dieser Textbausteine das direkt nur an die Kunden schicken und die fühlen sich informiert. Sie können viel schneller als Ihre Konkurrenz reagieren und Schnelligkeit und Individualisierung ist einfach zusammen die Gewinnermischung. Wenn wir zum Beispiel an Anwendungsfälle wie Versicherungsportale denken, wenn ich heutzutage online eine Versicherung abschließe, dann gebe ich meine Daten ein und bekomme sofort einen fertigen Vertrag. Das ist aber ummünzbar auf ganz, ganz viele verschiedene Branchen und wo ich Online-Präsenz auch habe. So. Wenn wir beim Stichpunkt Mitarbeiterbefähigen sind, ich möchte nicht immer wegen jedem Thema zu meiner IT-Abteilung rennen und sagen, ey, ich brauche da jetzt was, können Sie mir das entwickeln, das muss so und so ausschauen, ich muss ein Ticket schreiben, da müssen Ressourcen freigemacht werden und wahrscheinlich könnte ich mir das selber, die Vorlage, in 5 Minuten erstellen. Da wird einfach für mich, ist es auch eine Wertigkeit. Ich kann einfach als Mitarbeiter das machen, was ich möchte. Ich kann schnell reagieren. Ich kann meine Arbeit sofort weiterbringen und dadurch wäre ich auch einfach empowered. Ja? Ich kann als Marketingabteilung Dokumente selbstständig designen. Ich kann als Salesabteilung sofort was eigenständig machen und muss dann nicht immer warten, bis diese Prozesse teilweise unternehmensintern ja sehr langsam anlaufen. So. Wenn wir Prozesse optimieren, ganz, ganz wichtig, ich muss immer als Prozessowner im Blick halten, wo steht was, wo läuft was. Und ich sollte das bestenfalls nicht machen, indem ich entweder zum Tisch rennen muss oder herummaile oder anrufe. Wenn ich eine Oberfläche habe, wo ich ständig weiß, bei dieser Angebotslegung, da macht der eine Präsentation, da schreibt der einen Text, der macht die Grafik dazu und ich weiß immer, wo steht das gerade und wo kann ich vielleicht auch unterstützend eingreifen, dann ist das der Optimalfall. Und das wollen wir Ihnen heute zeigen. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Robert Hutter, mein Name, von der Firma Prologix. Eben genau die Themenstellung, die Christina gerade angesprochen hat, haben wir versucht, anhand von einem Demoszenario möglichst gut darstellbar zu lösen, um eine Idee zu geben, wie man diese Themen besser in den Griff bekommt. Zum einen, sagen, als Gesamtarchitektur gehen wir von Dynamics NAV aus, das heißt, dort liegen die Kerndaten von Ihren Kunden, von den Angeboten, von den Produkten, das ist sozusagen die zentrale Datenbasis für die Kerndaten, die Ihr Geschäft betrifft. Wie die Christine aber gesprochen hat, es geht darum, Prozesse effizienter zu managen und das ist sozusagen genau den Layer, den unser Produkt Firestart als Business Process Management Produkt liefern kann. Das heißt, wir können den Prozess visuell gestalten und können mit unseren Workflow-Funktionen auch sicherstellen, dass dieser Prozess und die Aufgaben, die in diesem Prozess generiert werden, möglichst effizient an die User verteilt werden und dort dann die jeweiligen Tätigkeiten effizient erledigt werden können. Jetzt ist es natürlich so, dass Daten nicht nur aus NAV kommen können, sondern eben aus verschiedenen Quellen. Man braucht Dokumentvorlagen, man braucht möglicherweise andere Altsysteme, die Daten zuliefern, Artikelstammdaten, Ersatzteillager, sonstige Sachen, die da mitspielen können. Und diese Vorlagen müssen einmal wo verwaltet werden. Dafür ist SharePoint eine sehr gute Basis. Und auch
wenn die für einzelnen Angebotsteile bearbeitet werden müssen, muss man das in verschiedene Teildokumente zerteilen. Das heißt, jeder kennt es von Ihnen, wenn Sie ein umfangreiches Dokument erstellen, wenn da immer nur einer drauf arbeiten kann, dann ist es ein sehr mühsamer Prozess und sehr ineffizient. Wenn man das Ganze aber über einen Workflow so steuert, dass die verschiedenen Angebotsteile ausgegliedert werden können, dann kann man sozusagen auch separat und parallel diese Angebotsteile bearbeiten. Am Ende des Tages möchte man diese Teile aber wieder in ein schlüssiges Gesamtdokument zusammenführen und das ist dann genau die Aufgabe, die DOCS 42 übernehmen kann. Sozusagen eine zentrale Output-Plattform, wo dann diese verschiedenen Teile wieder zusammengemerged werden können und damit dann es für den Vertrieb, der am Ende des Tages auch das Angebot verschicken muss, leicht wird, dieses Gesamtangebot zu generieren und dem Kunden zu schicken. Alle diese Produktteile haben sozusagen sehr visuelle Oberflächen, das heißt, Sie können über bekannte Office-Oberflächen vom Look and Feel arbeiten und das macht es das Ganze auch einfach laufend adaptierbar zu halten. Das heißt, Geschäftsprozesse ändern Sie per se, es kommen Systeme dazu, es ändern Sie Anforderungen von der Logik her und wenn Sie das Ganze in so einem visuellen Layer haben, dann haben Sie ja die Möglichkeit, das laufend so zu adaptieren, ohne das jedes Mal sozusagen in Programmierarbeit ausarten zu lassen. Und Self-Service-Gedanke, das heißt, die verantwortlichen Manager können sich diese Vorlagen, diese Prozesse selbst bauen. Das heißt, man muss nicht immer das direkt als IT-Thema aufhängen, sondern eben Self-Empowerment von der Fachabteilung, diese Anforderungen auch selbst zu lösen. Das ist vor allem in Ressourcenthematiken ein besserer Punkt, weil dort natürlich dann viel passgenauer auch die Anforderungen getroffen werden, die es da zu lösen gilt. Ja, und dieses Szenario haben wir aufgebaut und damit möchte ich auch gleich in die Demo reinwechseln und beginnen mal mit dem ersten Teil der Angebotsanlage im Dynamics NAV. So, Christina, du zeigst uns das jetzt in Microsoft Dynamics NAV und wir hören das auch viel besser, wenn du dich unmutest. Jeder hören? Ja, jetzt hören wir dich, super. Hören. Ich glaube, wir haben da uns gegenseitig gearbeitet. Die Demo hat gerade geladen, deswegen wollte ich noch warten. So, wenn Sie jetzt auf meinem Bildschirm schauen, ich übertrage, dann sind wir hier im NAV. Sie kennen das und Sie selbst. Ich bin hier im Rollencenter Vertriebsmitarbeiter. Wie Sie wissen, ist ja NAV rollenbasiert. Das heißt, ich sehe einfach die Funktionen, die ich brauche. Das erleichtert es mir für den Einstieg. Wir haben heute das Thema smarte Prozesse, smarter Output. Wir sehen häufig bei unseren Kunden, dass genau bei Vorgängen eben wie einer Angebotslegung etwas, das man sehr oft und häufig macht, hoffentlich, das Potenzial besteht, dass man diesen Prozess smarter abbilden kann. Was heißt jetzt in diesem Fall smarter? Wenn ich hier in der Rolle vom Vertriebsinnendienst bin und ein Verkaufsangebot machen möchte, habe hier schon hier angelegt, dann ist es relativ intuitiv. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, vom Aussehen her ist es sehr, sehr technisch. Ich zeige Ihnen das kurz mal an einem ganz beispielhaften Angebot. Ich kann ja hier zum Beispiel auf Aktionen drucken gehen, mal Aktionsbutton und dann schaue ich mir, machen wir das gleich so, geht schneller. So, dann gehe ich hier ins PDF, schaue mir das mal an und dazu muss ich sagen, wir liefern schon standardmäßiger Belegset mit, dass das Ganze schon aufbessert, aber wenn Sie hier schauen, das ist ein extrem technisch aussehendes Angebot. Da sind zwar alle Informationen drauf, die ich haben möchte, aber in einer Ordnung und einer Anordnung, die nicht sehr ansehnlich und übersichtlich ist. Beispielsweise ein IBAN und SWIFT-Code, den würde ich nicht da oben brauchen, den möchte ich vielleicht in eine Fußzeile einbauen. Ja. Das Ganze da, sollte darüber wandern, da sind keine Bilder dabei, da ist kein Logo dabei. Also das ist zwar technisch richtig, aber nicht besonders hübsch. So. Und wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt anschauen möchte, so, es hängt sich alles auf, sehr gut.
Wenn ich mir jetzt anschauen möchte, wie das schon mit Docs 42 aufgehübscht ausschaut, dann habe ich hier was vorbereitet. Wie Sie sehen, sind in dieser Aktionsleiste, da kann ich ja Buttons hinzufügen und mir hineinbauen, gibt es schon einen Docs 42 Angebot generieren Button. So, wenn ich den jetzt einmal klicke, es geht auch recht schnell, dann habe ich hier schon einmal was, wie das ordentlich aufgehübscht ausschauen kann. Das ist jetzt übersichtlich, das ist da mittig, ich habe da Logos drinnen. Also das ist schon etwas, wo ich sagen kann, oh, das schaut schon einmal um einiges besser aus. Aber es ist vielleicht immer noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und da, na, bei mir hängt es ein bisschen, so. Und da kommt jetzt etwas ins Spiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Angebot aufhübschen möchte, ich möchte einen Textbaustein dazu, den hat meine Marketingabteilung geschrieben. Mein Grafiker hat Grafiken dazu gebaut und eine Präsentation in PowerPoint erstellt. Der Sales hat noch eine Excel-Tabelle angelegt, die da von den Preisinfos ganz gut reinpassen wird. Und dann wurde mir noch gesagt, hey, bewirb doch vielleicht gleich unser Webinar nächste Woche. Das könnte man da auch mitschicken im Angebot. Und was ich dann mache, das zeigt uns jetzt der Robert, indem ich einfach hier... 101 vorher markieren, bitte. Oh, Entschuldigung. So. Danke. Indem ich hier klicke und einfach diesen Prozess starte. So. Genau. Ja, und wir haben jetzt sozusagen dahinter einen Workflow aufgebaut, der sich jetzt eben darum kümmern kann, umfangreicher dieses Angebot zu bearbeiten. Was man hier sieht, ist der Firestart Manager. Das ist sozusagen die Designoberfläche, wie dieser Prozess gestaltet wird und wie dann später auch die technische Workflow-Konfiguration vonstatten geht. Das Ganze ist eben ein sehr visuelles Interface. Das heißt, Sie können dort mit Drag and Drop diesen Prozess gestalten. Das Ganze wird auch qualitätsgesichert, dass Sie die Prozesse richtig gestalten und sozusagen dann den Prozessfluss visuell gestalten können. Auf der einen Seite wird in so einem Prozess Dinge, die automatisierbar sind, auch wirklich tatsächlich automatisiert. In dem Fall zum Beispiel holen wir jetzt gewisse Vorlagen für diese Teildokumente und legen diese automatisiert in die richtigen Ordnerstrukturen ab. Das heißt, wir generieren jetzt für dieses Angebot einen neuen Ordner, legen dort die einzelnen Teildokumente ab und verteilen dann die Aufgaben an die jeweiligen Mitarbeiter. Das heißt, für die verschiedenen Angebotsteile haben wir das dann aufgeteilt auf verschiedene Mitarbeiter. Das heißt, die Projektbeschreibung zum Angebot kann der Pre-Sales bearbeiten. Das Marketing bekommt noch einmal die Aufgabe, den Werbetext zu selektieren. Es kann gegebenenfalls noch mehr schematische Grafik, Architekturskizze hinzugefügt werden. Oder es kann sein, dass zu dem Produkt auch begleitende Dienstleistungen mit angeboten werden sollen. Das kann dann eben der Projektleiter in einer jeweiligen Excel-Vorlage definieren. Alle diese Funktionen werden zentral geplant, das heißt, es gibt ein zentrales Rollenmodell, wo dann auch die jeweiligen Mitarbeiter in diesen Funktionen hinterlegt werden können. Das heißt, welche Mitarbeiter stehen zur Verfügung, das heißt, die operativen Ressourcen, die dann diese Aufgaben durchführen können. Und das kann man eben zentral aus HR-Sicht steuern, wie diese Ressourcenzuteilung in diese Prozesse laufen soll. Immer dort, wo es neben den automatisierten Aktivitäten, also ich zeige nochmal kurz her, da gibt es eben ganz viele Dinge, die man automatisieren kann, Datenbankaktualisierungen, Kalkulationen durchführen, SharePoint-Anbindungen, Web-Service-Calls, das heißt, da gibt es ganz, ganz viele einzelne Bausteine, die man dann automatisiert einbauen kann. Und jeder dieser Bausteine kann auch einfach parametrisiert werden. Zum Beispiel hier wird am Ende des Angebotslegungsprozesses ein automatisiertes E-Mail generiert, um die ganzen Teilmitarbeiter, also Mitarbeiter, die in diesen Teilprozess involviert waren, auf den Stand der Dinge zu bringen. Dort kann man ganz einfach, sagen wir, mit Serienbriefkenntnissen diese automatisierte E-Mail steuern und definieren, welche Daten da verschickt werden sollen. Genauso die Einstiegspunkte in dem Prozess, das heißt, wir haben dann am Start einfach ganz normal einen Webservice definiert. Über diese Parameter kann jetzt NAV an uns sozusagen diesen Call übergeben. Das heißt, das ist gerade passiert. Es werden Daten übergeben und wir starten aus diesem Modell dann den Workflow. Und immer dort, wo man jetzt diese Aufgaben manueller Natur hat, das heißt Angebot freigeben, Angebot abschließen, dort kann man spezielle Formulare gestalten.
Das heißt wirklich nochmal optimiert für die End-User, die dann diese Aufgaben erledigen können. Welche Daten brauchen die? Wo liegen die Informationen, die für die Aufgaben notwendig sind? Und diese Formulare kann man dann später in der SharePoint-Umgebung oder in Outlook integrieren, wie ich es gleich hier zeigen werde. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Modul Workflow sehen, dann sehen wir dort, wir haben jetzt zu dem 101 einen Prozess laufen. Was man da auch sieht, man hat alle Prozesse im Überblick. Das heißt, man hat jetzt diese Prozesse, die wir jetzt für das Webinar haben, als Workflow lauffähig, aber auch andere Workflows, die gerade laufen, kann ich als Prozessverantwortlicher einblicken mit Status, mit Metadaten, wo steht der Prozess gerade, welche Aufgaben sind schon erledigt, ist der Prozess schon eskaliert oder läuft er laut Plan? Und dort kann man dann einfach in so einen Prozess direkt reinspringen und nachverfolgen, wie sozusagen der Status in der Abwicklung ist. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen eben diese Informationen vorbereitet. Man sieht, die Angebots-, also der Ordner ist automatisch erstellt worden, die Angebotsvorlagen sind richtig editiert worden. Das heißt, wenn wir da mal in die SharePoint-Umgebung sehen, so hat es vorher ausgesehen, wo sozusagen diese Teildokumente verwaltet werden. Und in diese SharePoint-Liste haben wir jetzt einen neuen Ordner generiert. Und dort haben wir dann die Teildokumente abgelegt, die jetzt für diesen Angebotsteil bearbeitet werden können. Das kann man natürlich mit Rechte auseinander dividieren, dass sozusagen nur die Marketingabteilung dann auf das Advertisement Zugriff hat. Das kann man alles über den Workflow steuern. Und die Mitarbeiter, die jetzt diese Aufgaben bekommen, das heißt, man sieht jetzt da, sind die aktuellen Teile noch offen. Diese Aufgaben sind gerade in Bearbeitung. Und jetzt muss man sich anschauen, wie bekommen diese Mitarbeiter dann ihre Aufgaben. Und ein recht schickes Medium, das wir dort unterstützen, ist zum Beispiel Outlook. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen stellvertretend für einen Kollegen im Marketing in die Outlook-Box reinschaue, so würde das dann beim Mitarbeiter ankommen. Der kennt jetzt kein NAV, der weiß gerade mal, dass es das gibt, aber der arbeitet nicht täglich damit, der ist im Marketing und oder in dem Fall jetzt eben für die technische Zeichnung. Und soll jetzt bitte diesen Angebotsteil überarbeiten. Und er kann eben diese Dinge direkt aus Outlook heraus steuern. Das heißt, über unser Firestart-Plugin hat er dort immer alle Prozessinformationen ersichtlich. Wie schaut der Workflow aus dahinter? Wie schaut der Gesamtprozess aus? Ich kann Feedback geben. Wie kann man den Prozessverantwortlichen holen? Aber ich kann dort dann einfach auch diese Aufgabe bedienen. Und in dem Fall heißt es bitte, da gibt es ein neues Angebot mit der Nummer 1001. Und wir müssen da bitte die technische Zeichnung adaptieren und per Hyperlink springt jetzt dann einfach direkt an die Stelle zu dem Dokument. Er muss sich nicht darum kümmern, wo dieses Dokument liegt. Das hat alles der Workflow für ihn schon vorbereitet. Er muss nur sagen, bitte abstimmen für dieses Angebot, hier diese Grafik noch einmal zu überarbeiten. Und da sieht man auch die Vorteile von Office 365, dass man alle diese Editoren auch online verfügbar hat. Das heißt, der jeweilige Mitarbeiter braucht jetzt kein lokales PowerPoint installiert haben, sondern der kann jetzt hergehen und diese PowerPoint-Folie direkt über ein Webinterface bearbeiten. Und dort eben mit ähnlichen Funktionen, wie man es direkt in Gesamt-Outlook hätte, sagen, okay, und da machen wir jetzt noch eine Grafik dazu und editieren das weiter. Und somit hat er jetzt sozusagen diese Vorlage individuell angepasst. Er sagt am Ende des Tages, okay, jetzt bin ich fertig. Das heißt, geht wieder auf seine Aufgabe zurück, sagt, das ist abgeschlossen und das wird auf den Workflow rückgemeldet. Und so können dann die nächsten Mitarbeiter auch ihre nächsten Schritte durchführen. Das heißt, hier haben wir eben eine Aufgabe an den Projektleiter, der nur mehr gebeten wird, bitte entsprechende Personalressourcen mit anzubieten. Dafür kann man immer ganz einfache Excel-Vorlage bieten, in der gegebenenfalls noch einmal Dienstleistungen für den Ressourcenplan, also was für Dienstleistungen angeboten werden soll. Das heißt, wir lassen es jetzt einfach mal so aufgrund der Zeit sagen, das passt so. Für die Marketingabteilung haben wir eben in einer Word-Vorlage noch einmal ein Advertisement vorbereitet, wo gebeten wird, gegebenenfalls nochmal den Werbetext zu personalisieren und entsprechend anzubieten. Also auch dort wieder, er muss nicht wissen, wo das Dokument liegt, das ist alles vor- und nachbereitet. Er muss sich einfach wirklich auf seine Aufgabe konzentrieren, da einen richtigen Text entsprechend zu editieren und auch dort wieder das Ganze direkt über Webinterface bei Bedarf editierbar. So, und dann haben wir den letzten Teil, sozusagen die Projektbeschreibung, den
nehmen wir einfach mal so hin. Wir haben jetzt natürlich aufgrund der Demo haben wir das Ganze jetzt auf ein Postfach zusammengetragen. In einem Realbeispiel würde das jetzt natürlich auf die verschiedenen jeweiligen Mitarbeiter verteilt werden und nicht in ein Postfach zusammenkommen. Aber es ist eben genau das, was Christina vorher beschrieben hat. Die Mitarbeiter sollen sich auf die Arbeit konzentrieren, das heißt, diese digitalen Dokumente sauber bearbeiten und sollen sich nicht um die ganze Verwaltung dahinter kümmern. Und das ist eigentlich genau das, wo man den Mitarbeiter mit die Aufgaben wieder fokussiert in einen Prozess integrieren kann und dahinter aber auch für den Prozessverantwortlichen dieser Prozess im Überblick bleibt. Das heißt, man sieht es da, mittlerweile sind der Fortschritt schon auf 77%. Das heißt, wenn wir auf Gesamtprozessebene schauen, kurz aktualisieren, dann sind wir sozusagen schon bei der Aufgabe, also die einzelnen Teile sind jetzt alle fertig erstellt worden. Wir sind jetzt bei der Gesamtaufgabe, nochmal das Angebot zu prüfen. Das heißt, das schließe ich nochmal kurz ab. Das wir sagen jetzt für den alle Dokumente, alle Teildokumente, bitte nochmal die Aufgabe, schauen Sie auf alle Dokumente, die jetzt erstellt worden sind, ob die soweit korrekt sind und bestätigen Sie das nochmal. Damit haben Sie zum Beispiel auch ein Vier-Augen-Prinzip, ja, dass eben da auch nochmal in einer qualitätssicherten Rolle das Gesamtangebot durchgeprüft wird. Und was wir als nächstes sehen, ist sozusagen dann auch Regeln, die Sie dort auf Prozessebene hinterlegen können. Das heißt, wir schauen je nach Gesamtbetrag, was dann auf der Angebotsebene rauskommt, ob jetzt der Chief Sales Officer nochmal extra freigeben muss oder nicht. Das heißt, auch über solche Entscheidungsrouten können Sie dann Gateways definieren, um zu definieren, was der Prozess dann automatisiert machen soll, welche Regeln eingehalten werden sollen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig im Sinne einer Compliance. Es wird immer wichtiger, auch Prozesse nachvollziehbar zu haben und auch zu sagen, wo hat man extra Freigabe gehabt, wo nicht und ist es auch wirklich durchgeführt worden. So haben Sie das eben sehr schön auch visuell auf der Prozessebene dokumentiert. Wir haben jetzt das Angebot freigegeben. Dadurch, dass der Gesamtbetrag unter 10.000 Euro war, haben wir jetzt diese Aktion ausgelöst. Das heißt, eine automatische Info an das gesamte Sales-Team ausgeschickt. Das ist jetzt auch gerade angekommen. Liebes Sales-Team, Ihr Auftrag mit der ID. Das heißt, auch die Echtdaten werden immer direkt aus NAV und anderen Systemen abgegriffen. Damit eben zum Beispiel jetzt eine E-Mail parametrisiert. Und die letzte Aufgabe ist sozusagen jetzt nochmal eben für den Initiator, der ursprünglich im Navision den Button gedrückt hat, sagen die Information, alle Teile sind fertig und bitte wieder in das Navision reinwechseln und dort dann das Gesamtangebot generieren und an den Kunden übermitteln. Und damit möchte ich gerne an den Christian übergeben. Ja, super. Vielen Dank, Robert. So, dann gehe ich ins Navision. Okay, ich habe diesen Task, den du mir dazu geordnet hast, auch schon erfüllt und habe mal geschaut, was passiert, wenn wir uns diese Angebotsvorlage jetzt generieren. Und hier ist sie auch schon. Das heißt, wir sehen hier schon die Projektbeschreibung, die ist aus dem SharePoint geladen worden. Ja. Wir haben hier die Produkttabelle, also mit den einzelnen Zeilen, so wie vorher. Aber hier sind noch die Services dazugekommen, die aus diesem Excel geladen worden sind. Ja, dann ist auch die Präsentation, die du gerade vorher in PowerPoint Online bearbeitet hast, dazugekommen. Und hier ist bitteschön auch dein blaues Rechteck, das du hinzugefügt hast. Und schlussendlich auch noch das Advertisement mit der Einladung zum Webinar. Das heißt, all diese Office-Dokumente sind hier in das Angebot, das ich direkt aus NAV generieren kann, aufgenommen worden. Schauen wir vielleicht noch einmal ganz kurz, wo die hergekommen sind. Tatsächlich gibt es hier diesen SharePoint-Ordner und hier gibt es diesen Ordner für 101. Naja, und hier drinnen liegen diese diversen Teile, die für das Angebot verwendet worden sind und hier die Präsentation mit dem Rechteck, die du gerade bearbeitet hast. Diese Teile sind also direkt hier hineingezogen worden in das Angebot. Ich habe mir hier eine Preview angeschaut, kann sagen, okay, jetzt schaue ich das nochmal an, passt das auch, kann hier noch Änderungen vornehmen, kann sagen, na, der Workshop ist da viel zu billig, den müssen wir teurer machen oder sonst was, ja, keine Ahnung, oder das blaue Rechteck sollte vielleicht doch in Gelb sein. Und wenn ich dann damit glücklich bin, sage ich, okay, hier senden. Was dann passiert ist, dass natürlich der Kunde halt ein Mail ebenfalls mit einem individualisierten Text erhält, und dieses Angebot, das Attachment. Das ich habe nicht in irgendeiner Word-Vorlage für das Angebot herumfremeln müssen,
Und das Schöne auch, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagt, naja, da hätte ich gerne noch einen Discount oder ich möchte sonst noch etwas ändern. Naja, gut, dann ändern wir das halt im NAV oder im SharePoint und klicken wieder auf Generate Sales Quote und Send Quote. Wieder fertig und müssen nicht in unterschiedlichen Teildokumenten, also in unterschiedlichen Gesamtdokumenten herumwurschteln. Was wir uns hier vielleicht anschauen sollten, ist, wie schaut denn die Vorlage aus, die Dokumentvorlage, aus der diese Sales Quote, ja, die wir hier uns angeschaut haben, aus der wie die erstellt wurde. Und da wechsle ich ins Word. Und habe hier, wir sind ja bitte in Microsoft Word, ja, ganz normal, haben hier das DOCS 42 geschrieben, das heißt, diese Vorlage wurde mit DOCS 42 erstellt. Und diese Vorlage bindet Daten aus einerseits aus Microsoft Dynamics NAV, aber auch aus SharePoint ein. Also wir haben hier zum Beispiel die Daten aus der Verkaufszeile, also das sind jetzt Daten, die aus NAV kommen, ja, sieht man hier. Sind zum Zeilenrabatt und so weiter. Mit dem DOCS 42 Datenfeld Explorer kann ich einfach diese Datenfelder überhaupt in eine Word-Vorlage ziehen. Ja, das ist die Vorlage, aus der dieses Angebot erstellt wurde. Ich habe aber hier drinnen auch eine Tabelle für die Services und die kommen aus Excel. Das heißt, da wird im Hintergrund dieses Excel-Sheet, das der Robert vorher kurz aufgemacht hat, wo noch Dienstleistungen geplant werden, wird hier verwendet, um das hier einzublenden. Aber im gleichen Design, ja, wie hier die ganz normalen Produktzeilen. Außerdem wollten wir diese PowerPoint-Präsentation einfügen und hier ist sie. Sie kommt in Wirklichkeit aus SharePoint, aus einer SharePoint-Datenquelle und wird als Typ PowerPoint eingefügt. Das heißt, hier wird diese PowerPoint direkt in die Präsentation integriert. Also in dieses Angebot integriert, die PowerPoint-Präsentation in das Angebot integriert. Das gleiche hier mit dem Advertisement, das als Word-Dokument integriert wird. Und das gleiche vorne mit der Produktbeschreibung, die ebenfalls als Word-Dokument integriert wird. Und hier habe ich natürlich noch die üblichen Quoteinformationen, die halt aus NAV kommen, beziehungsweise hier auch das Bild der anbietenden Company, das ebenfalls aus NAV geladen wird. Ich kann dieses Angebot auch hier lokal generieren. Kann man schauen, was passiert. Na, nehmen wir wieder diese Belegnummer 1001. Generieren das, was hier passiert, ist genau das Gleiche, was vorher aus NAV passiert ist. Das werden die Daten aus NAV mal geladen. Auf Basis dessen werden die Daten von SharePoint dazugeladen. Es werden die unterschiedlichen Dokumente heruntergeladen. Hier ist das Bild eingebunden von Kronos. Hier ist die Projektbeschreibung, die wurde jetzt gerade von SharePoint Online geladen. Hier sind wieder die Artikelzeilen und die Services dazu. Ja, hier ist die PowerPoint-Präsentation und hier noch das Advertisement etc. etc. Das heißt, ich kann das hier auch in Word, das macht der Document Template Designer, kann das ausprobieren, ob das so kommt, wie ich das gerne möchte. Was ich Ihnen noch ganz gern zeigen möchte, ist, wie kommt man denn zu diesen Daten? Ich meine, dass Sie diese blauen Fältchen hier bei Drag and Drop in eine Word-Vorlage hineinschieben können, also ich sage mal, das bringt jeder, der schon mal mit Word gearbeitet hat, zusammen. Aber wo kommen denn diese Daten her? Dazu gibt es im DOCS 42 den Datamap Designer, mit dem es möglich ist, Daten aus unterschiedlichsten Quellen einzubinden. Da kann man Eingabeparameter festlegen, unsere Belegnummer, damit der DOCS 42 weiß, für welches Angebot soll er denn bitte diese Quote generieren. Datenbanken, Excel, Web Services, SharePoint, XML, Word, wir können Daten verschlüsseln mittlerweile und natürlich hier NAV. Es gibt noch weitere Datenquellen für Microsoft Dynamics CRM, für Microsoft Dynamics AX, das zeigen wir Ihnen in ein paar Wochen in einem Webinar und auch für SAP natürlich. So, und hier haben wir jetzt diese Datenquellen angelegt. Also ich gehe mal zum Beispiel auf diese Verkaufszeile. Ich konnte hier das rein konfigurativ festlegen, ja, welche Felder hätte ich denn hier gerne aus NAV. Habe hier die diversen Bedingungen, ja, diese Verknüpfung, bitte nehmen nur die mit der richtigen Belegnummer aus dem Verkaufskopf, kann das auch testen, kann schauen, okay, welche Zeilen kommen denn da. Ah ja, das waren die beiden mit dem Workshop und der Enterprise-Lizenz, wunderbar. Passt für unser Angebot. Das heißt, ich kann hier auf NAV-Tabellen zugreifen.
Noch cooler ist es natürlich, wenn ich auf NAV Reports zugreifen kann, weil da könnte ich ja die ganze Report-Logik, also die Business-Logik, die hinter so einem Report steckt, nützen. Und die gute Nachricht ist, das geht. Es gibt ebenfalls eine Datenquelle, die es ermöglicht, auf den Report zuzugreifen. Und hier haben wir zum Beispiel einen, die auf den Report 204, das ist eben der Report, der eben für solche Angebote geeignet ist, zugreift. Kann mir hier Felder aussuchen, kann den auch wieder testen. Ja, und da bekomme ich wieder die Daten, die hier drinnen sind, in diesem Angebot. Damit kann ich also die komplette Business-Logik, die in seinem Report ist, nützen, kann zusätzlich noch diverse Kalkulationen machen, kann hier zum Beispiel eine Summe rechnen, ja, Summe Line Amount, ja, kann ich rechnen, dynamische Felder draufhängen, um komplexere Berechnungen zu machen, etc. Oder mich hier auf SharePoint verbinden und sagen, ja, welche Module gibt es denn da eigentlich für dieses Angebot hier? Und hier sehe ich sie, na, das sind Advertisement, Description, Excel, Project Manager, Presentation. Das sind genau diese Module, die hier hineingezogen worden sind. Für dieses Angebot, für ein anderes Angebot können das andere sein. Aber diese vier Typen. Das heißt, hier gibt es also die Möglichkeit, rein konfigurativ diese Daten zusammenzustellen, diese Datensituation. Sobald ich das gemacht habe, habe ich hier im Datenfeld Explorer die Daten zur Verfügung, ziehe sie in die Vorlage und kann dieses Angebot aufbauen, diese Angebotsvorlage. Das Schöne ist, wenn Sie diese Angebotsvorlage ändern wollen, weil da irgendwo noch die Schuhnummer dazukommt oder Sie einen weiteren Baustein brauchen, weil, wie das vor kurzem bei einem unserer Kunden passiert ist, die sind von der FMA kontaktiert worden mit dem Hinweis, sie müssten individuelle Verkaufsbedingungen mitsenden, war Versicherung eine größere. Die haben dann gesagt, eigentlich überhaupt kein Problem. Mit DOCS 42, dann sind wir das einfach in unsere entsprechenden Vorlagen individualisiert hinein mit den entsprechenden Bedingungen und konnten das innerhalb von wenigen Tagen realisieren. Und zwar ohne sich vorher ein IT-Budget holen zu müssen. Ja? Das ist der große Vorteil hier, wie man mit DOCS 42 sehr schnell eine Angebotsvorlage einfach in den bekannten Office-Produkten designen kann, ohne viel IT dazu zu brauchen. Und genau diese Vorlage wird dann eben verwendet, um hier die Angebote zu generieren, ja, und dann zu versenden. Okay, ich darf das nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Dazu mache ich mir diese PowerPoint hier nochmal kurz auf. Das Zusammenspiel der Produkte. Wir haben gesehen, wie wir in Microsoft Dynamics NAV Angebote erstellt haben. Wir haben gesehen, wie mit Firestart Business Process Management sozusagen der Angebotserstellungsprozess orchestriert wurde. Das heißt, wo wir gesagt haben, okay, ein Techniker soll bitte eine Präsentation erstellen, aus dem Marketing soll jemand ein Advertisement dazu laden, der Sales-Innendienst soll eine Projektbeschreibung verfassen, ja, der Projektmanager soll bitte seine Personalressourcen planen. Die arbeiten alle in Wirklichkeit auf SharePoint Online. Kann natürlich SharePoint On-Premise auch sein, aber sie werden also schön über einen Workflow orchestriert und es muss sozusagen der Vertriebsmitarbeiter, der dieses Angebot eigentlich erstellt, muss jetzt nicht von Tisch sagen, hast schon die Präsentation gemacht, nein, ich brauche noch bis nächste Woche, warte noch ein bisschen, ich bin mir nicht sicher. Nein, das ist über einen Workflow ordentlich orchestriert, der kriegt schlussendlich dann die Bestätigung, es war das jetzt wegen fertig und kann dann einfach auf einen Knopf drücken. Ja. Gearbeitet, benutzt wird hier die SharePoint-Plattform, ja, um die Dokumente abzulegen, ja, und benutzt wird natürlich auch DOCS 42, um dann schlussendlich die Dokumente raus flexibel zu generieren und auch zu versenden. Gut, so viel ein kleiner Überblick. An der Stelle würde ich jetzt dann wieder gerne an die Christina zurückgeben, weil du uns jetzt ein bisschen was über die verwendeten Produkte und auch die Firmen, die hier mitgespielt haben, ein bisschen mehr erzählen willst. So, liebe Christina, ich darf dir den Schirm übergeben. Danke, Christian. Ich glaube, man hat ganz schön gesehen, wie das beispielhaft auch für Dokumente verwendbar ist, also die Daten eben auch aus vielen anderen Systemen und auch für viele andere Dokumente verwendbar. Ja? Das ist etwas, was DOCS 42 macht, eben Daten aus allen Quellen integrieren, diese individuellen Dokumentvorlagen designbar machen mit dem Editor. Ich glaube, das kann man sehr schnell nachvollziehen, wie einfach das dann vonhanden geht.
Wir hatten schon ein Webinar zum Thema CRM. Wir werden auch noch eines zu AX haben und das zeigt eben, wie das bei allen Systemen funktioniert. Firestart, die BPM-Suite, die der Robert vorgestellt hat, die macht es eben ganz, ganz offensichtlich, dass ich diesen Prozess immer im Blick halte als Prozessverantwortlicher. Also ich kann überall eingreifen und muss eben nicht von Tisch zu Tisch rennen, wie du gesagt hast. Und diese Aufgabenbearbeitung, diese einfach, wo sich viele Fehlerquellen einschleichen können, mit Ordnern am SharePoint anlegen, aus irgendwelchen Strukturen diese Sachen rausholen, das wird dort einfach alles unternehmensweit abgebildet und kann sofort bedient werden, ohne dass der Einzelne da drinnen herumfuschen muss. Der Vorteil, den beide Lösungen da auch haben, ist einfach, ich kann das konfigurieren und ich muss nicht programmieren. Also ich muss nicht erst Ressourcen freimachen, ich muss mir nicht erst Budget dafür holen, ich muss nicht erst über Ticketsystem vielleicht etwas holen als Business-User. Ich kann wirklich das einfach selbst gestalten. Jetzt werden wir noch ganz kurz die Firmen vorstellen. Also, wenn du weiter klickst, bitte. So. Also, wir sind das IT-Systemhaus NAVAX. Wir sind Eigentümer geführt über 25 Jahre. Wir haben heuer unser Jubiläum. Wir haben 180 Mitarbeiter an 7 Standorten mittlerweile. Wir sind hauptsächlich die Standorte im Dachraum, aber wir sind auch weltweit tätig, also in internationalen Projekten. Mittlerweile über 700 in schon 100 Ländern. Microsoft Dynamics NRV ist eine Lösung, die wir anbieten, eben für den Mittelstand speziell. Sie hat einfach den Vorteil, dass sie sehr lokalisierte Versionen hat, also das heißt international, gerade was Rechnungslegung, was andere Sprache, Währungen betrifft, deckt sie sehr, sehr viel ab. Sie ist immerhin schon seit 20 Jahren erfolgreich am Markt, also einfach auch, weil sie ein All-Inclusive-ERP ist, das heißt, sie deckt vom Vertrieb über Marketing, Supply Chain Management alles ab und alle Geschäftsprozesse, die man so braucht. Und auch so wie bei Docs42 und Firestart, man sagen kann, sie ist deshalb auch sehr benutzerfreundlich, weil sie einfach eine übersichtliche Oberfläche hat, in der man sich sehr schnell zurechtfindet. Hilft ihnen ja das beste System nicht, wenn ihre Mitarbeiter dann nicht zurande kommen. Integrationsfähigkeit ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil nicht nur die Prozesse innerhalb von NRV einfach wirklich nahtlos ineinander übergreifen, sondern weil man eben auch andere Anwendungen sehr gut anbinden kann, wie man dann eben auch gesehen hat, wenn man die Buttons einbaut mit dem Webservice und Calls. Flexibel, sie ist erweiterbar, das heißt, durch die offene Architektur kann ich sie auch immer wieder anpassen und durch die speziellen Branchen und Spezialmodule gibt es einfach schon speziell vorgefertigte Anpassungen für einzelne Fälle, ja, Branchen gezogen. Jetzt möchte ich an den Robert übergeben. Ja, kurz auch noch ein paar Worte zu unserer Firma. Also, unser Unternehmen ist eben die Firma Prologix. Das Unternehmen habe ich gemeinsam mit einem Partner vor 11 Jahren gegründet. Wir sind ein österreichisches Softwarehaus, eben mit Hauptsitz in Linz in Oberösterreich, sind speziell im Dachraum sehr stark auch mit eigenen Niederlassungen vertreten, mittlerweile auch bis Amerika und Peking vertreten, auch mit internationalen Kunden, die mit dem Kontext bedienen, wie Firma Palfinger, Firma Swarovski, Firma Manner, das heißt von Großkonzernen bis Mittelstandsunternehmen, wo wir solche Lösungen mit Firestart aufbauen. Ja, sind eben auch starker Partner im Microsoft-Partner-Netzwerk, Gold-Partner seit jeher und waren letztes Jahr 2016 auch Partner of the Year in Österreich, was uns sehr freut. Und auch in der BPM-Szene sind wir, glaube ich, zumindest europaweit sehr bekannt und auch geschätzt mit dem Thema. Und das, was man mit unserem Produkt Firestart machen kann, ist zum einen die Prozesse sauber und vor allem zentral zu definieren, das heißt auch die Prozessmodellierung, die man sonst immer nur filebasiert mit Visio und sonstige Dinge macht, hat man in einem sauberen Repository drinnen und kann diese Modelle dann nutzen, um eben daraus operative Workflows zu generieren, damit diese Leistungsprozesse auch eben systemübergreifend ablaufen zu lassen.
um Interaktionen zwischen Ihre Kernsysteme, Ihre Collaboration Environments, Systeme optimal zu gestalten, um Cloud-Services mit anzubinden, wird auch immer mehr ein Thema, um Apps mit anzubinden, das heißt dort den Prozess flexibel zu halten und End-to-End zu managen. Ja, weil was bringt es mir als Kunde, wenn der Angebotsprozess irgendwo in der Mitte stockt, der Kunde bekommt nie eine Info und auch nie das Angebot, dann werden Sie als Kunde verkault. Sozusagen dieses End-to-End-Management der internen Prozesse wird immer wichtiger, dass das auch optimal organisiert wird. Und am Ende des Tages können wir daraus eben auch Durchlaufzeiten messen, Prozesskosten verifizieren. Das heißt, es hilft auch einfach dann gezielt am Prozess weiterzuentwickeln und da eben einfach für die Mitarbeiter dann sehr passgenaue Lösungen zu schnitzen. Damit möchte ich übergeben an den Christian. Ja, vielen Dank. So. Wunderbar. So, ich gehe da kurz weiter. Klick, 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 klick. Dann in meiner Präsentation noch kurz aufholen sozusagen. Ich bin im Workflow hinterher sozusagen. Genau, ich bin im Wink im Workflow ein wenig hinterher, aber jetzt haben wir es auch geschafft. So. Die Raststätte ab. Okay, nein, ich habe dir so andächtig zugehört, dass ich vergessen habe, meine Präsentation weiterzuschalten. Ja, das ist eine schöne Stimme, gell? Ich lese meine persönlich immer gute Abendgeschichten fort und das ist eine angenehme Stimme. Ja. Gut, ja, mittlerweile haben wir es geschafft und sind bei DOCS 42 angekommen. Ja, DOCS 42, drei Takte zur Firma. Wir sind ebenfalls Microsoft Partner, ISV. Wir sind ebenfalls ein österreichisches Softwarehaus mit Sitz in Wien. Also ich sitze hier gerade in der Börsegasse. Im ersten Wiener Gemeindebezirk. DOCS 42 ist ein innovatives Softwareprodukt und es geht darum, hochwertige Dokumente zu generieren. Wir haben das gesehen aus Microsoft Dynamics NAV, funktioniert aber auch aus CRM, aus AX, aus SharePoint, aus SAP und aus vielen anderen Quellen. Der Vorteil ist, dass es flexibel ist, das heißt, Sie können sehr einfach diese Dokumentvorlagen ändern und gestalten. Das flexibilisiert das ganze Unternehmen. Das Ding ist mächtig, das heißt, Sie können hier nicht nur Daten in Dokumente übernehmen, sondern Sie können eben Bilder, dynamische Berechnungen, dynamische Charts, PowerPoints und so weiter, bis hin zum Barcode, Google Maps Integration und so weiter und so fort. Und das Ganze ist intuitiv machbar. Das heißt, das schaffen auch Business User, also Power User, die sich mit Office ein bisschen auskennen, können diese Vorlagen gestalten, können die Datenintegration machen. DOCS 42 ist bei unterschiedlichsten Kunden im Einsatz. Sie sehen ja eine Auswahl an verschiedenen Referenzkunden. Die Anwendungsszenarien sind sehr vielfältig. Also die Angebotserstellung aus NAV ist ein durchaus häufiges, aber es gibt ganz andere, wie zum Beispiel Versicherungspolizen. Voestalpine macht zum Beispiel Sales-Präsentationen aus SharePoint. Ja, und ja, es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, die hier in unterschiedlichen Branchen umgesetzt worden sind. Und wir freuen uns hier eines riesigen Wachstums. Warum macht man das? Ja, eigentlich, also was ist eigentlich der Kernvorteil? Ich darf da drei Mitarbeiter vorstellen, die Sie in Ihren Unternehmen vielleicht auch haben. Vielleicht heißen sie bei Ihnen anders. Bei uns heißen sie Igo IT, Marketer Marketing und Bertrand Business User. Und wenn die an Dokumentvorlagen denken, dann denken sie in sehr unterschiedlichen Kategorien, die aber alle drei wichtig sind. Ja, nämlich Systemintegration, Corporate Design, Prozess und Inhalt. Und DOCS 42 ist ein Werkzeug, mit dem alle drei arbeiten können und nicht nur die IT. Und wir haben das live gesehen, DOCS 42 ermöglicht es, Dokumentvorlagen in Microsoft Office zu gestalten. Das funktioniert in Word, das haben wir gesehen, das funktioniert aber auch in Excel und das funktioniert aber auch in PowerPoint. Und auch diese Basisformate kann man verwenden, um daraus automatisch Dokumente zu generieren und das auf eine sehr intuitive Art und Weise. Gut, so viel dazu. Und nun nähern wir uns mit Riesenschritten dem Ende dieses Webinars und jetzt sind Sie dran. Jetzt geht es nämlich um die Fragen. Jetzt ziehe ich mir den Fragenbereich in die Mitte des Schirms, werde diese Fragen, die Sie hoffentlich eingetippt haben, vorlesen und wir werden die dann auch getreulich beantworten. Okay, Sie finden eine sehe ich schon, ja. Sie finden in dem GoToWebinar Panel einen Questions-Bereich und dort würde ich Sie bitten, Ihre Fragen einzugeben, damit wir die vorlesen und beantworten können. Okay. Und damit beginne ich auch schon mit den Fragen. Erste Frage.
Hallo, kann man mit DOCS42 nur Word-Dokumente erstellen oder auch XLS-Files, also Excel-Files, aus unterschiedlichen Datenquellen befüllen? Ja, Sie können auch Excel-Files aus unterschiedlichen Datenquellen befüllen. Die Datenintegration ist völlig ident. Das Gleiche funktioniert übrigens auch mit PowerPoint. Gut. So, und jetzt warten wir noch, ob es weitere Fragen gibt oder ob wir alle Klarheiten beseitigt haben. Wobei wir auch Fragen im Nachhinein jederzeit noch gerne annehmen. Ja, da kommt noch eine herein. Wie unterscheidet sich Firestart von anderen Workflow-Tools wie K2 und Tex? Ja, gute Frage. Dankeschön. Ja, also im Workflow-Teil sozusagen sind natürlich Kit und Nintex auch Mitbewerbsprodukte zu uns. Zum einen gegenüber Nintex ist die ganze Workflow-Logik viel mächtiger von der Architektur her, die man aufbauen kann. Das heißt, wiederverwendbare Datenmodelle zu definieren, BPMN-konforme Prozessmodelle zu erstellen. Das heißt, es gibt einen weltweit gültigen Standard BPMN 2.0, den wir da unterstützen im Vergleich zu Nintex und K2. Und vor allem der ganze Aufbau der Prozessmodellierung ist sehr viel Office-like. Das heißt, Sie können wirklich vom Prozessdesign beginnen und das Ganze dann erst später in die Workflow-Thematik bringen. Nintex und K2 sind halt reine Workflow-Produkte, das heißt techie Workflow-Engines, die halt für die IT als Zielpublikum gedacht sind. Unser Zielpublikum sind IT-affine Business-User und dementsprechend ist auch das ganze Feature-Set von der Konfiguration, vom Handling anders aufgebaut. Ja, das ist eigentlich der wesentlichste Unterschied, den man da nennen kann. Auch natürlich, was später dann Performance-Themen betrifft, sind wir da besser aufgestellt. Architekturthemen, wenn Sie Version 1 zu Version 2 heben möchten, dass Sie das sozusagen versionsgestützt machen können und nicht am offenen Herzen operieren. Da gibt es viele Vorteile, die wir gerne im Detail auch noch erklären können. Also bitte da einfach auch Fragen an uns stellen, dann können wir da gerne gezielt nochmal auf diese Themen eingehen. Kommt doch eine weitere Frage herein. Und zwar, wir haben hier Zusatzprodukte zu Microsoft Dynamics NAV gesehen, die offensichtlich Zusatznutzen stiften können. Wenn wir das einführen wollen, müssen wir mit jeder einzelnen Firma reden oder können Sie gesammelt Dienstleistungen anbieten? Ich glaube, nein, also wir sind ein Systemhaus, ein Systemintegrator. Das heißt, unser USP ist einfach, dass wir von der Planung über die Implementierung und den Support wirklich diese Produkte auch alle insgesamt so integrieren, dass das alles zusammenpasst. Also das können wir gemeinsam anbieten. Wenn Sie da einfach spezielle Fragen haben oder auch einmal einen persönlichen Termin oder Gespräch haben wollen, dann können Sie sich jederzeit um uns wenden. Spitze. Ja, jetzt gibt es noch die Chance, noch weitere Fragen einzugeben. Wir sind noch kurz da, um diese zu beantworten. Sie müssen aber nicht. Sie können uns natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren. Sie bekommen natürlich das Recording zugesendet. Ja. Sie haben jetzt hier auch die Kontaktdaten der einzelnen Ansprechpartner eingeblendet und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns direkt kontaktieren. So, jetzt kommt da noch eine Frage herein, die beantworten wir natürlich auch noch. Wie funktioniert die Zuordnung der Vorlage zum Angebot? Wie, wenn ich mehrere Vorlagen habe? Ich glaube, das bezieht sich, glaube ich, auf DOCS 42, das erlaube ich mir zu beantworten. Im NRV können Sie mit dem DOCS 42 NAV Document Creator sozusagen zuordnen, welche Dokumentvorlage auf welchem ja, auf welche Aktion hängt. Also Sie haben diese Pfeilbuttons sozusagen gesehen im NAV und dort dahinter hängt eine Aktion. Die können Sie konfigurieren im NAV mit dem DOCS42 NAV Document Creator. Und dahinter steckt einerseits sozusagen die Vorlage und andererseits eine Aktion, nämlich was passiert mit dem Dokument, wenn es generiert wird. Wird es einfach aufgemacht, so wie wir es gesehen haben, wird es per Mail versendet, wird es auf einen Drucker geschickt, wird es auf ein SharePoint abgelegt, wird es vielleicht archiviert und dann versendet etc. etc. Das wird also entsprechend konfiguriert. Sie können auch mehrere Vorlagen haben, entweder und dann können Sie das so gestalten, dass Sie entweder mehrere Buttons haben oder dynamisch aufgrund von Bedingungen die richtige Vorlage auswählen. Also was recht häufig vorkommt, ist, dass man unterschiedliche Bausteine hat, dass
die Vorlagen bestehen. Also zum Beispiel die Sprache, nicht? Ich habe unterschiedliche Bausteine, je nachdem, in welcher Sprache das Angebot ausgestellt wird. Oder Sie haben zum Beispiel unterschiedliche Produktgruppen, ja? Und dann werden unterschiedliche Bausteine in die Angebotsvorlage hineingezogen. Das geht so weit, dass wir Kunden haben, die ihre DOCS-42-Vorlagen so dynamisch aufgebaut haben, dass sie nur aus Bausteinen bestehen. Das heißt, die Mastervorlage ist in Wirklichkeit eine einzige Seite lang und es werden dann abhängig von diversen Bedingungen unterschiedliche Bausteine hineingezogen und aus denen erst das Angebot, der Vertrag oder was immer das Dokument ist, sozusagen komponiert. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Gut, letzte Chance auf Fragen. 3, 2, 1 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Finito. Dann sage ich von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, hier gemeinsam mit Christina und Robert zu präsentieren. Christina und Robert, an euch auch herzlichen Dank. Vielleicht wollt ihr noch feierliche Schlussworte sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und wir hoffen, dass da interessante Lösungsansätze für Sie dabei waren. Sie bekommen in den nächsten Tagen die Aufnahme zugeschickt und Unterlagen und wir freuen uns dann, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie jederzeit an uns wenden. Perfekt. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, dem kann ich nichts hinzufügen.